Im Festsaal Mauer wurde eine große Mochstraßengala abgehalten. Es gab einige glanzvolle Punkte des Abends. Ja, eigentlich haben wir 5 Anlässe, würde ich sagen. Wir freuen uns, dass wir wieder zusammenkommen können. Letzten Freitag ist ja bekannt gegeben worden, dass die Landesausstellung 2026 in Amstetten und hier im Landesklinikum Mauer stattfinden wird. Wir werden uns sehr bemühen, zum Thema Gesundheit da auch schöne Packages zusammenzustellen für die Besucher, die kommen, aber auch die eine oder andere Initiative oder ein Begleitprojekt. Also das ist eine tolle Chance, die wir beim Schopf packen werden und hoffentlich, dass das auch wieder lange nachwirkt. Gesundheit, so ist Leben. Umso mehr das Thema Gesundheit für die Landesausstellung. Geehrt wurde unter anderem ein Markenzeichen der Moststraße, die bekannte Mostflasche. Die Mostflasche ist jetzt 30 Jahre alt. Das war zu Beginn der Mostgalerie, haben wir gesagt, der Most braucht eine eigene Flasche, weil es hat das Bier und eine Cola, Wein, alles. Der Most braucht auch eigene, schöne Flaschen. Und haben wir geschaut, was können wir da machen. Die Mostflasche hat einen vierkantigen Boden. Das geht zurück auf alte Glasformen. Das Glas ist über 100 Jahre alt, also unser Museum. Und das ist eben, ja, ähnlich wie ein Vierkanter, das passt zum Mostviertel. Wir trinken gerne ein Mostviertel, kein Achtel wie beim Wein. Es ist bodenständig, bodenschwer, das passt alles so gut zum Most. Prämiert wurden auch die besten Abhofbetriebe, Heurige, Hotels, Urlaub am Bauernhof, Ausflugsziele und Gasthäuser an der Moststraße. Gefunden wurden diese durch sogenannte Mystery Guests. Testpersonen, die unerkannt die Betriebe besucht und bewertet haben. Bei diesem Bewertungsverfahren hat das Mostbirnhaus 100 Punkte bekommen. Das Mostbirnhaus vermittelt alles Wissenswerte anhand der Erlebniswelt, einen Rundgang. Alles quasi, was die Mostbirn das ganze Jahr macht. Und es ist auch ein super Familienausflugsziel und Einkaufsziel, muss man auch sagen, weil da erfährt man wirklich in der Ausstellung alles von der Mostbirne, quasi von der Blüte bis zum fertigen Produkt. Sehr kurzweilig und man kann aber sehr kurzweilig auch im Shop verweilen, indem man sagt, man kostet einen Schluckerl Birnenmost, Birnensaft und nimmt dann sehr tolle Birnenprodukte mit nach Hause. Und das ist ja das Wichtige bei uns im Mostbirnhaus. Wir wollen ja die Mostbirnenprodukte neutral weit verteilen. Und ja, danke, dass wir die Auszeichnung gekriegt haben. Wir wissen, dass wir das sehr gut machen und wir werden es auch weiterhin so machen. Grundsätzlich ist es so beim Mystery Shopping, dass Auftraggeber Kriterien vorgeben. Wir erarbeiten aus den Kriterien Fragebögen, die von den Mystery Guests bearbeitet werden können. Und anhand der Fragebögen werden Briefing-Szenarien für die Tester und Testerinnen erarbeitet. Und mit denen schicken wir sie dann ins Feld, so heißt das bei uns. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das nur am Rande mitgekriegt, dass überhaupt das gemacht wird. Wer bei uns war, ich kann es nicht sagen, weil wirklich eine Herzenssache für uns im Wirtshaus ist einfach, dass jeder Gast, der einer kommt, gleich behandelt wird. Also unser Betrieb, also der Foto hat den Betrieb aufgebaut und ist schon jahrelang bei der Moststraße dabei. Wir liegen direkt an der Moststraße, in der Hofen an der Ips. Wir haben einen Obhofbetrieb und einen Mostheurigen und wir leben halt genau die Kultur, die was in der Moststraße so auszeichnet. Unser Leitfaden ist eigentlich zurück zu den Wurzeln, zurück zur Ursprünglichkeit. Und ich denke, wenn man bei uns ankommt, ich nehme es ja selber wie wahr, dann wird genau im Gast das präsentiert. Also das ist so authentisch und ursprünglich, wie man sich das eigentlich nur vorstellen kann. Also großartig fühlt sich das an. Wir haben uns sehr gefreut und wir haben eine nette Begleitung gehabt. Unsere Patisserie Nadar ist auch mitgekommen und wir freuen uns alle für unser Haus. Auch kulinarisch war an dem Abend einiges geboten. Unter anderem konnten die Mostbauern ihre neuen Sorten vorstellen. Ja, es gibt eine trockene Variante und eine halbtrockene bis süße. Beim Jungspund nennen sie die zum Beispiel die Klassik-Version. Das ist eher der trockene Typ, ein bisschen mehr Säure betont und sehr erquickend. Und die andere ist die elegante Version, auch erotische, wie wir heute schon gehört haben, die wahrscheinlich bei den Damen ein bisschen mehr ankommt, wo ein leichter Restzucker verspürbar ist und die halt wahrscheinlich nur mehr Lust macht aufs Trinken. Und die zweite Version, was wir da haben von den Jungmoste, ist der Gudenmost und der Gedenmost. Der Gudenmost ist da der Süße und der Gedenmost ist der
bisschen reschere, herbere für den Geht, der wo sein Button kennt, was bringt. Die Birnenernte war heuer witterungsbedingt eher mager. Aber, wie wir sie heute schon überzeugen können, ist das, was wir da haben, eine sehr gute Qualität. Also die Produkte zeichnen sich richtig frisch und feinfruchtig aus. Und ich glaube, das ersetzt dann wieder das eine oder andere. Gesundheit sollst leben mit den Top-Betrieben der Mossstraße.